American Shaolin. Noch nie durfte ein Ausländer den Shaolin-Tempel betreten. Das Zentrum der asiatischen Kampfkunst. Ich möchte Mönch werden. In diesem Kampf, in dem er bis aufs Äußerste gedemütigt wurde, beschloss Drew Carson, ein Shaolin-Mönch zu werden. Er wollte die jahrhundertealten Kampftechniken studieren, um sich an seinem Gegner zu rächen. Doch der Tempel hat seine eigenen Gesetze. Ein Mönch, der sich in der Ausbildung befindet, stellt keine Fragen. Er gehorcht nur, verstanden? Drew Carson unterwirft sich und beginnt seinen Körper zu stählen. Er bereitet sich auf den Kampf seines Lebens vor, den er im Geist der Mönche führen wird. Drew Carson ist der erste Ausländer, der die harte Prüfung besteht und ein Shaolin-Mönch wird. Jahre später kreuzen sich ihre Wege und er steht seinem alten Widersacher erneut gegenüber. Ich will gegen den amerikanischen Shaolin-Mönch kämpfen! Drew Carson kämpft für die Gerechtigkeit und für das Ansehen seiner Lehrmeister. Ist der American Shaolin.